Heldentum. Wer oder was ist eigentlich ein Held? Ich verstehe darunter eine Person, die ihr Leben zu opfern bereit ist für das Wohl der anderen. Ein gutes Beispiel wäre für mich David, der sein eigenes Leben im Kampf gegen Goliath aufs Spiel setzte, um seinem Volk zu helfen. Ebenfalls der unbekannte Todesschütze von Libyens Tyrann Gaddafi zählt für mich als Held, auch wenn es die Juristen anders sehen. Ganz im Gegenteil dazu sehe ich diese merkwürdige Heldenverehrung von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Was war an diesem missglückten Bombenattentat an Adolf Hitler eigentlich so heldenhaft? Ein Offizier, der wirklich willens ist, das Leben des Führers zu beenden, sollte bereit sein, sein eigenes Leben dafür zu opfern. Aber das schien für unseren Herrn Grafen ein wenig zu viel verlangt. Er wollte vermutlich nach dem Tode Hitlers eine bedeutende Figur der neuen Regierung sein. Wer die Möglichkeit hatte, eine Bombe in den Hitlerbunker zu schmuggeln, hätte stattdessen auch eine geladene Pistole in die Aktentasche legen können. Im richtigen Moment herausgeholt, hätte er diese an die Schläfe des Führers setzen können und ein paar Mal abgedrückt. Damit wäre hundertprozentig gewährleistet gewesen, dass Hitler dieses Attentat nicht überlebt. Natürlich ist es denkbar, dass Graf Stauffenberg danach selbst erschossen worden wäre. Aber war es dieses Risiko nicht wert? Stattdessen platzierte unser Herr Graf lieber eine Bombe, wohlwissend, dass Adolf Hitler schon immer unverschämtes Glück bei Attentatsversuchen mit Bomben hatte. Ich hege den ernsthaften Verdacht, dass es Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, viel mehr um seine eigene Karriere ging, als um das Wohl des deutschen Volkes. Das traurige Ende der Geschichte. Graf von Stauffenberg wurde zum Tode verurteilt und der Führer lebte noch lange genug, um Deutschland komplett in Schutt und Asche legen zu lassen. War das etwa etwas wirklich Heldenhaftes? Fazit. Für mich ist Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, nur einer unter den verschiedenen Attentätern Hitlers und hat für mich nichts Bedeutsames oder gar Heldenhaftes. Wir Deutschen sollten aufhören, diesem Herrn einen Kultstatus einzuräumen. So viel zum Thema Heldentum einmal anders gesehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video.